So. Nur damit ihr es wisst, das hier ist eine Nachaufnahme von dem, was ich gestern aufgenommen habe, oder sprich heute, aber das war etwas später und nehme ich es einfach neu auf. Habe ich verkackt. Aber naja. Klauen wir uns mal unseren Geldbeutel. Entschuldige, Elaine. Kann ich bitte ein Bier haben? Ich sagte bereits, kein Geld, kein Alk. Ich habe gerade zufällig meinen Geldbeutel gefunden. Okay, ein Bier also. Ja, aber nicht für mich, sondern den Gentleman an der Bar. Randall? Ja, ich hatte den verwechselt, als ich sagte, der hat über dich geredet. Jetzt will ich mich bei ihm entschuldigen. Mach ihm doch bitte ein großes, ja? Wie auch immer, ist ja dein Geld. Für mich? Von dem Typen mit dem falschen Bart. Hey, zu einem Freibier sage ich nie nein. Hoffe bloß, dass der nicht irgendwelche Gefallen im Gegenzug verlangt, wenn du verstehst. Der geht jetzt wahrscheinlich schiffen. Da oben ist noch der böse Charlie. Super, den bin ich los. Jetzt muss ich nur noch seinen Platz einnehmen und auf Matt und Sally warten. Ich muss alles tun, um die Vergangenheit zu verändern. Schritt 1, Matt davon abhalten, sich zu betrinken. Schritt 2, ein Date mit Elaine schleichen. Schritt 3. Würde ich auch. Hey, du, was hast du vor? Ich? Nichts? Nichts? Bist ein schlechter Lügner, Kumpel. Glaubst du, ich könnte in diese wunderschönen Augen blicken und einfach skrupellos lügen? Das würde ich nicht fertigbringen. Ach, wirklich? Meine Augen sind circa 20 Zentimeter weiter oben. Entschuldigung. Kann nichts dagegen machen. Verdammt, der ist schon zurück. Ich muss ihn etwas länger in der Toilette festhalten. Entschuldigung. Stell doch diesem Randall noch ein Bier von mir hin, ja? Klar, solange du zahlst. Jetzt geht er wieder schiffen. Und das ist unsere Chance, ihn endgültig zu beseitigen. Oh Mann, dieses Geräusch von Charlie. Ich hasse es. Sorry, dass ich nochmal störe, Charlie. Weißt du, dass gerade eben der Herausgeber von Wonder Comics das Pissbecken benutzt hat? Machst du Witze? Das ist nicht komisch, Mann. Mann, ich mein's ernst. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann hat er losgeschifft. Du meinst der Chefredakteur? Redest du von Connor McCarthy? Eben der. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann sagt er, ich bin Connor McCarthy. Als ob das jemand so sagen ich glaub's würde. Nicht, der traut sich, was seine Visage hier zu zeigen, nach dem, was er sich geleistet hat. Du solltest ihn einfach loswerden, weißt du? Ihn einfach umhauen oder so. Der sah nicht nach viel aus. Mit dem wirst du fertig. Ich leg das Arschloch um. Was? Ich bringe ihn um. Nein, nein, das wird doch nicht nötig sein. Du musst ihm nur etwas Angst einjagen. Oh, jetzt kommt seine Klingen. Genau. Na komm schon, Mann. Das bringt ist ein immer. Bisschen zu extrem. Irgendwie. Charlie, nein! Stirb! Oh, heilige Scheiße! Stirb! Alter. Diese Geräusche. Stirb! Was? Ja, diese Gurgellaute vor allem. Okay, das war grotesk. Mentale Notiz, nie wieder Charlie auf die Eier gehen. Der Typ ist ein absoluter Psycho. Randall hat schon Augenringe wie Liv Floyd. Man sieht ja kaum die Schnittwunden und das Blut. Cool. Wow. Randall, wir sind da. Ah, genau zur rechten Zeit.
Und wir wollen saufen bis zum Umfallen. Na klar, Süßer. Hey, Sally. Hi, Randall. Du machst doch heute Abend keinen Quatsch, oder? Kennst mich ja. Ich steh auf Quatsch. Wer tut das nicht? Genau. Na komm, setz dich. Hier wartet ein schönes, kaltes Bier auf dich. Tja, da sind wir also alle mal wieder beisammen. Ja. In der Tat. Hey, was ist los? Ich verspüre Spannung in der Luft. Wovon redest du? Komm schon, hol dir noch ein Bier. Du kannst ja nicht mit einem leeren Glas anstoßen, oder? Du kannst es ja scheinbar kaum erwarten, dass Matt sich abschießt, Sally. Sollte uns das zu denken geben? Was? Kann man denn als Verlobte nicht wollen, dass sich der Liebste an seinem Junggesellenabend amüsiert? Eben. Das ist dein Problem, Mann. Ja, jetzt, wo du es sagst. Ah, oh, stimmt ja. Liebling, bestell dir einen Doppelbock. Gute Idee. Nein. Nein? Randall Hicks sagt Nein zu Alkohol? Wer bist du und was hast du mit dem echten Randall angestellt? Weißt du, wir haben in letzter Zeit sehr viel getrunken. Wir sollten es mal etwas langsamer angehen. Genau. Das glaube ich nicht. Du trinkst jeden Tag ohne den geringsten Grund. Und genau heute willst du nicht, obwohl wir so viel zu feiern haben? Mann, du bist mein bester Freund, deswegen bist du hier. Aber wir machen bei meiner Hochzeitssause nicht einen auf anonyme Alkoholiker. Au! Das war mein Bein. Aber natürlich nicht, Süßer. Mach dir keine Sorgen. Hol dir ein Bier, ich bleib mit Randall hier. Okay, bin gleich wieder da. Bringt euch bitte nicht gegenseitig um, ja? Ja, sehr lustig, Süßer. Du verdammtes Stück Scheiße, was zum Geier sollte das werden? Ich will die Scheißwelt retten, das sollte das werden. Sieh doch ein, dass das nichts bringt. Die Welt ist schon von Anfang an zum Untergang verurteilt. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich diesmal die Königin der Unterwelt sein werde. Und das wirst du mir nicht versauen, hörst du? Laut und deutlich, aber weißt du was? Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Oh, oh, ich hab so eine Angst. Sag mal, Superman, was willst du dagegen unternehmen? Oh, ich werde dich den Tag verfluchen lassen, an dem du mir das erste Mal begegnet bist. Und glaub mir, das kann ich richtig gut. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Weiß ich noch nicht, aber eins weiß ich. Ich wirf Macaroni auf sie. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, Arschgesicht. Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ja, das werden wir sehen. Oh Mann, oh Mann. Hi Leute, bin wieder da. Ich hab 'ne Idee. Warum trinken wir nicht einfach irrsinnige Mengen Alkohol, um zu feiern, dass bald 66,6% der Leute hier am Tisch verheiratet sein werden? Gibt's was Besseres, um irgendwas zu feiern? Ach, ich wusste schon, warum ich mich für dich entschieden habe. Also Randall, wie läuft's mit dir und deinem Mitbewohner? Ja, genau. Ist der inzwischen mal aus seinem Zimmer gekommen, oder was? Nee, der steckt schon seit Monaten in seinem Loch. Ich weiß nicht mal mehr, wie er aussieht. Kommt er nicht wenigstens mal zum Pinkeln raus? Ich glaube, deswegen hat er die ganzen Eimer. Der ist sicher schon tot. Ja, der grummelt immer, wenn er sich... Warte mal, das hatte ich doch schon mal. Ich muss was unternehmen und zwar schnell. Wie war das, Kumpel? Ja, jetzt, wo du es sagst... Deine Freundin ist ein Scheißdämon, der die Welt zerstören will. Hey! Mann, was soll das heißen? Zeig dich, oh Hure Babylons! Genau, oh Hure Babylon. Wow, das hatte ich nicht erwartet. Wir sind nicht viel wieder da. Was habt ihr gerade gemacht, oder? Was um alles in der Welt machst du? Ich improvisiere, weißt du? Tja, das hast du richtig schön in die Scheiße geritten. Wie kommst du nur auf Hure Babylons? Das ist die Braut deines besten Freundes? Oh, er wird mir niemals die Sache mit dem Robotaschenrechner verzeihen, oder? Wir waren nur Kinder. Was hat das mit allem zu tun? Es ist seine Verlobte. Glaubst du nicht, dass es da etwas zu weit geht, sie so zu nennen? Nein. Du hast dir sogar dein Bier übergekippt. Was hast du denn geglaubt, dass sie die böse Hexe des Westens ist? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, in meinem Kopf klang es besser. Du musstest doch nur deinen Freund davon überzeugen, dass er sich nicht beträgt. War das denn so schwer? Oh Mann, da kennt ihr Matt aber schlecht. Egal, wir können das nicht so stehen lassen. Ehrlich?
Ihr wollt mir nochmal helfen? Nun, wir müssen nur das Gespräch etwas zurückspulen. Aber bitte versau's nicht schon wieder! Okay. Yes, Sir. Ich bin Pestilenz. Also. Und ein Tod auch. Wie spult man das Gespräch alle zurück? Vier. Hungersnot wird dir sagen, was du machen musst. Okay. Sie haben das für den Murloc reden eigentlich. Ich. Ist das ein Rätsel oder so? Wovon redest du? Tu einfach, was er sagt. Aber. Aber was? Komm schon, verschwende nicht unsere Zeit! Mann, du hast aber eine lange Leitung. Wir machen doch nur Spaß. Glaubst du echt, die Geräusche haben irgendetwas zu bedeuten? Der Idiot hat noch nicht mal einen Unterkiefer. Aber... Niemand versteht ihn. Nicht mal wir. Aber es ist witzig, so zu tun, als ob... Kann man die Leute gut verarschen mit... Okay, das reicht jetzt. Wir schicken dich an den Anfang zurück. Versuch es diesmal nicht zu versauen, okay? Ich versuch's. Oh, hure Barbie! Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ja, das werden wir sehen. Mann, wir müssen doch die Reiter echt gegen den Teufel kämpfen, nicht für den Teufel arbeiten. Hey Leute, bin wieder da! Warum trinken wir nicht einfach irrsinnige Mengen? Gibt's was Besseres, um... Ach, ich wusste schon, warum ich mich... Also, Randall, wie läuft's... Ja, genau. Nee, der steckt schon seit... Ich glaube, das... Der ist sicher... Ja, der... Wie war das? Ja. Hey, erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo wir Spaß hatten, ohne zu trinken? Eigentlich nicht. Wann soll das gewesen sein? Als wir noch Kinder waren. Sehr kleine Kinder, weil ihr zwei habt ganz schön früh angefangen zu saufen. Egal, wenigstens hatten wir damals noch unsere Gesundheit. Randall, das meinst du doch nicht im Ernst. Du hast mal Sekundenkleber in Matts Augentropfen getan und er ist fast blind geworden. Also fang hier nicht mit Gesundheit an. Nur fürs Protokoll, das mit den Tropfen war Notwehr. Da hat er recht, ich hatte das verdient. Sind wir nicht langsam aus dem Alter raus, uns zu betrinken, bis wir umfallen? Aus dem Alter raus? Okay, na und? Wollen wir jetzt in den Park gehen, Enten füttern? Ha! Das würde ich zu gerne sehen. Ich sag ja nur, dass Trinken ohne Selbstkontrolle gefährlich ist. Einmal bin ich auf einem Boot nach Samoa aufgewacht und weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Oh ja! Weißt du, ich glaube, ich hätte dich für frisches Obst eingetauscht oder so. Du hattest sicher auch einen guten Grund, das zu tun, mein Freund. Aber ich meine, wir sollten einfach mal erwachsen werden und Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Meint ihr nicht auch? Bist du sicher, dass du Randall bist? Mann, ich mein's ernst. Wir sind erwachsen und vor allem du. Du wirst vielleicht sogar bald Vater, Matt. Lass das Thema mal stecken. Wir haben echt Schwierigkeiten, uns auf einen Namen zu einigen. Echt? Was habt ihr denn schon für eine Auswahl? Bitte, reden wir einfach über was... Wenn's ein Mädchen wird, Leia oder Wonder Woman? Und wenn's ein Junge wird... Warte mal, hast du Wonder Woman gesagt? Klar, warum nicht? Das oder She-Hulk? Aber weißt du, She-Hulk ist ein bisschen lahmarschig. Und Sally will sie nicht Buffy die Vampirjägerin nennen. Weil das keinen Sinn ergibt, Matt. Soll der Zweitname unserer Tochter wirklich die Vampirjägerin sein? Ja Sally, klar, wir hatten das schon nicht. Und du hast gewonnen. She-Hulk und die Vampirjägerin sind vom Tisch. Also entspann dich. Tja, dann kannst du auch Wonder Woman streichen. Dann will ich Silk Spectre wieder aufnehmen. Matt, denk doch mal eine Minute drüber nach. Willst du wirklich die Schaukel anschubsen und dabei deine Tochter Silk Spectre nennen? Im Ernst? Stimmt. Spectre ist nicht sehr feminin. Aber es gibt ja immer noch Leia. Komm schon, Leia ist ein schöner Name. Tja, der am wenigsten hässliche, den du bisher vorgeschlagen hast. Das stimmt. Okay, und wenn's ein Junge ist? Ah, mir gefällt Scott. Wir könnten ihn Scotty nennen. Bist du verrückt? Mein Sohn wird nicht den menschlichen Namen von Cyclops tragen. Na sicher, weil Ding aus dem Sumpf eine bessere Idee ist. Ja. Halt, halt, halt! Hey! Hast du mein Tagebuch gelesen? So langsam nimmt das ja Fahrt auf. Warte mal, geht's darum? Du willst uns zum Streiten bringen? Nein, was? Also ich Randall doch wissen, nicht. Wie ihr eure Kinder nennen wollt. Das ist alles. Klar. Du weißt ganz genau, dass wir Schwierigkeiten haben, Namen zu finden, die uns beiden gefallen. Ach was? Ach komm schon, Sally. Ich war nur neugierig.
Wenn jetzt irgendjemand uns hören würde, der könnte meinen, dass wir uns beide um Matts Zuneigung streiten. Und das wäre ja wohl komplett aus der Luft gegriffen, oder? Aber natürlich. Natürlich wäre es das. Außerdem bin ich Matts Braut. Ich kann Dinge für ihn tun, die du nicht kannst. Klar, schmutzige Dinge. Verstehe. Ich glaube, die Schlacht habe ich gewonnen. Was? Ich sagte, genießen wir den Abend. Jemanden Schnaps? Oh, da hast du aber meine Gedanken gelesen, Süße. Ja. Hey, hat jemand Bock auf Go-Kart fahren? Warum gibt mein Handy-Display mal? Hey, Jungs. Ich dachte, wir machen vielleicht was Romantischeres, um die Verlobung zu feiern. Was gibt es denn nichts Romantischeres als Go-Kart fahren? Der Vorschlag von dir ist, will ich's nicht wissen. Mir gefällt Randalls Vorschlag. Okay, das reicht. Niemand geht Go-Kart fahren, okay? Das ist jetzt einfach nicht der richtige Moment. Komm schon, auch ohne Schildkrötenpanzer. Ich rede von einem ganz normalen Rennen. Warte mal. Meinst du auch keine Bananenschalen? Seid ihr jetzt mal ruhig? Wir gehen nicht Go-Kart fahren, ja? Tja, Matt, jetzt kannst du dir wohl vorstellen, wie das ist, verheiratet zu sein. Matt, ich rate dir, das nicht zu beantworten. Okay, entspannt euch mal. Ich liebe Go-Karts, okay? Aber ich freue mich auch auf das Eheleben. Wisst ihr, sich ein Bart wachsen zu lassen, nach jeder Stunde einmal aufs Klo zu müssen, den Kaffee schwarz trinken und selbstverständlich auch die Kinder zur Go-Kart-Bahn mitnehmen. Ich habe mir das reiflich überlegt, okay? Okay, dann haben wir ja genug Zeit, zur Go-Kart-Bahn zu fahren, wenn die Kinder erstmal da sind, ja? Aber wir könnten doch... Hältst du jetzt endlich mal die Klappe, Randall? Du verwirrst meinen Verlobten. Ich lass nicht zu, dass du ihn so manipulierst. Ist das klar? Ihn manipulieren? Na, das musst du gerade sagen, Scarlett O'Hara. Nennst du mich eine Rassistin? Alter, nenn sie nicht Rassistin. Was? Ich hab sie nicht Rassistin genannt. Ich meinte bloß, dass sie auf Manipulieren steht, so wie Scarlett O'Hara. Das reicht jetzt! Ich bin ein guter Mensch. Ich muss mich nicht so behandeln lassen. Ach komm, du bist ja nicht mal eine reale Person. Hey, wo kommt das denn jetzt her? Du meinst wohl, wo kommt sie denn her? Sie benutzt dich nur, Matt. Erkennst du das nicht? Sie ist ein fieses Monster aus der Unterwelt, das die Zivilisation Jetzt fängt schon wieder damit an. Ich glaub, ich gehe einfach. Nein, Liebling. Der Einzige, der hier geht, ist Randall. Alter, hätte nie gedacht, dass du sowas bringst. Ich dachte, du wärst mein Freund. Aber wenn du weiter Scheiße über meine Freundin erzählst, dann tut's mir leid. Dann war's das. Aber Matt, ich will dir nur die Augen öffnen. Das reicht, Randall. Ich weiß nicht, was zum Geier heute mit dir los ist, aber du versuchst schon den ganzen Abend Sally zu provozieren. Und was ist mit ihr? Sie macht doch genau dasselbe. Randall, raus! Oh, komm schon. Du hast es wieder versammelt, stimmt's? Ja, granatenmäßig. Glaubst du wirklich, du kannst deinen Freund zur Nüchternheit bewegen, indem du seine Freundin schlecht machst? Nein, aber die alte Hexe kann jeden meiner Schritte vorhersehen. Mir fällt auch kein echter Grund ein, warum er nicht trinken sollte. Das ist Matt, verdammt nochmal. Saufen ist für ihn ein Grundbedürfnis, so wie schlafen. Überlebensnotwendig. Er muss saufen, um zu überleben. Da bin ich sicher. Tja, dann hast du es echt versaut jetzt. Er hasst dich abgrundtief und will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich weiß. Okay, versuch's einfach nochmal. Aber denk dir diesmal was richtig Cleveres aus. Wir haben nämlich nicht den ganzen Tag Zeit, weißt du? Ja. Vor allem wie so Patronen, wie Kriegpatronen dann beim Helm hat. Das finde ich richtig gegeben. Das kann ich jetzt aber überspringen. Benimm dich. Ja, das werden wir... So, jetzt wieder die schöne Elaine, gibt dem Matt sein Bier. Hi Leute, bin wie... Warum gibt's was? Ach. Also Randall. Ja, So. Also Sally, mich würde rasend interessieren, was du so in letzter Zeit getrieben hast. Also, weißt du... Tatsächlich weiß ich das nicht. Ja, ich war mit den Vorbereitungen für die Hochzeit beschäftigt. Du weißt ja. Natürlich. Was ist hier eigentlich los? Ihr benehmt euch ziemlich merkwürdig. Nichts. Randall hatte nur gefragt, weißt du, wegen der Hochzeit. Ja, aber warum druckst du denn so rum? Ja, warum druckst du so rum, Sally? Du bist doch nicht etwa von einem Dämon besessen, oder? Ach, Randall, du bist urkomisch. Ich bin wirklich komisch, oder? Weißt du, ich habe schon überlegt, ob ich Comedian werden sollte. Ehrlich? Tja, wir werden dir alle Unterstützung geben. Aber ich...
Wir sollten im Hinterkopf behalten, dass nicht jeder deinen Sinn für Humor hat, weißt du? Das musst du bedenken. Liebling, du machst es schon wieder. Was denn? Diese komischen Pausen. Oh, weißt du, es ist so langweilig, über Randall zu reden. Meinst du nicht auch? Hey! Tut mir leid, aber so ist das nun mal. Bestellen wir noch eine Runde, okay? Siehst du, klingt doch schon besser. Oh Mann, 30 Minuten später. Okay, ich hab einen. Würdet ihr lieber eine Nacht in einem Spukhaus verbringen, aus dem noch nie jemand lebend wieder rausgekommen ist? Oder einen Tag in Pee-wees Playhouse, während Pee-wee auf Crack ist? Das Spukhaus. Niemals Pee-wee. Nein, das Spukhaus. Aber ehrlich gesagt ist beides ganz schön gruselig. Frage. Wäre es möglich, dass Pee-wee mir ein bisschen von dem Stoff abtritt? Nein, er hat alles aufgeraucht. Dann sterbe ich lieber im Spukhaus. Erinnert mich an unseren letzten Urlaub. Komm schon, Sally. Das war super romantisch. Ah ja. Du und dein Sinn für Romantik. Rente, euer Leben. Hey, jeder weiß, dass Matt richtig romantisch sein kann, wenn er nur will. Jeder? Warum dann ich nicht? Ach komm, Sally, ich sag dir fast jeden Tag, dass ich dich liebe. Ich bin irre romantisch. Ja, klar. Meinst du, wenn du das rülpst oder wenn du es in Binärcode sagst? Nein, er meint, wenn du es in Binärcode rülpst. Warte mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Verdammt, ich mach's schon wieder. Ich muss das Thema wechseln. Und zwar schleunigst. Was murmelst du da? Oh, es ist nur... Naja. Hey, ihr werdet's nicht glauben, aber der Jahrmarkt ist wieder in der Stadt. Super, nichts wie hin! Jungs, sind wir nicht ein bisschen zu alt für den Jahrmarkt? Man ist niemals zu alt für den Jahrmarkt, Sally. Und dieses Mal ist auch die Zoltarmaschine mit dabei. Das gibt's doch nicht! Was machen wir dann noch hier? Ich werde Zoltar bitten, mich wieder 13 sein zu lassen. Genau! Und eine Meerjungfrau als Freundin will ich auch. Hey, nicht so schnell! Ihr bewegt eure Ärsche nicht von diesen Stühlen, wenn ihr nicht erleben wollt, was ungezähmter Zorn ist. Habt ihr mich verstanden? Wir gehen nicht auf den scheiß Jahrmarkt, okay? Wir feiern hier unsere Verlobung. Und übrigens benehmt ihr euch eh schon wie zwei 13-Jährige. Aber... Nichts aber. Wir bleiben hier, klar? Kommt schon. Hier gibt's genug Bier. Tja, das stimmt. Ach komm schon, Sally. Sei doch nicht so. Ich bin sicher, dass wir beim Jahrmarkt viel Spaß haben werden. Wir könnten doch auch die Verlobung da feiern. Warum bleiben wir nicht einfach hier wie geplant? Heute ist mein besonderer Tag und ich wollte nur gemütlich ein paar Drinks kippen. Ist das zu viel verlangt? Ja, ich weiß genau, ja, was eindeutig. Du willst, aber... Hey, wie steht's denn mit Matts Wünschen? Ach, der großherzige Randall sorgt sich so um die Gefühle seines Freundes. Ja, also... Warum machst du ihm nicht gleich einen Antrag? Ja, genau. Das reicht. Das ich weiß nicht, was los ist, aber ihr beide scheint mir wie ausgetauscht. Ich dachte, das wäre eine Party. Ist es doch, Mann. Reg dich ab. Dann hört auf zu streiten und lasst mich in Ruhe saufen. Ich sauf die ganze Bar leer. Nee, Kumpel, warte mal. Ich häng mich unter den Bierhahn und höre nicht auf, bis ich umfalle. Ja! Das wird ja immer besser, oder? Jetzt hast du das genaue Gegenteil erreicht. Oh, das muss ein neuer Rekord sein. Mann, das hat doch alles keinen Zweck. Mir fällt nichts mehr ein. Ich finde das so cool, wie die Firma das so in der Ecke so hoch und dann... Wenn ach, du die ja. Situation nicht wieder gerade biegst, sind wir alle am Arsch. Ich bin jetzt schon am Arsch. Was zum Teufel kann ich Matt erzählen, dass er nicht trinkt? Genau, Hungersnot. Hey, super Idee. Oh, scheiße nochmal. Tut mir das nicht an. Im Ernst jetzt. Was kann ich denn noch sagen? Okay, ich hab einen. Okay. Würdet ihr lieber eine Nacht in das oder das Spukhaus? Frage. Nein? Komm. Ah, ja. Hey. Jeder? Ach. Ja. Na, was murmelt? Oh, es ist... Gut. Meinst du nicht, für heute reicht's, Matt? Wovon redest du? Wir hatten gerade vorgeschlagen, dass er doch seinen alten Rekord brechen soll.
Oh, Matt gefällt, wie das klingt. Ja, aber sagtest du nicht gestern, dass du mit den blöden Rekorden aufhören wolltest? Du weißt schon, mehr als 10 Liter Bier in einer Sitzung trinken, das größte Kotzomelett der Welt, alle Twilight-Filme anschauen ohne scharfe Waffen in der Nähe. Ich meine, komm schon. Wo soll das hinführen? Ist doch egal. Ich liebe Matt, wie er ist. Wenn er in 5 Tage Nicolas Cage-Marathon hinlegen will oder die Bar leer trinken, dann soll er doch, okay? Weißt du, ich glaube, Randall hat recht, Liebes. Jetzt, wo wir heiraten, sollte ich dem Leben mit etwas mehr Ernst begegnen. Genau. Genau, Verantwortung. Du hast jetzt mehr Verantwortung. Aber das ist nicht der Matt, in den ich mich verliebt habe. Natürlich nicht. Der Matt, in den du dich verliebt hast, war ein totaler Spinner. Und jetzt, wo ich erwachsen werde, verstehe ich total, warum du manchmal sauer auf mich warst. Aber eins verspreche ich dir. Von jetzt an werde ich mich ändern. Ich werde der liebende Partner sein, den du verdienst. Aber komm schon, das wolltest du doch immer. Matt wird endlich erwachsen. Ich wollte heute Abend einfach ein bisschen Spaß haben. Ich auch, aber und das werden wir, Liebling. Ich lasse es einfach mit dem Alk etwas ruhiger angehen. Ja, weißt du was? Ich werde heute Nacht vielleicht nicht mal kotzen müssen. Und das wäre echt was mal Neues. Was Neues. Neuer Rekord. Ah, Junge, nicht Matt. Kotzen müssen. Und weißt du was? Ich mach auch mit. Also, wie sieht's aus? Gehen wir zu mir und schauen einen Film an? Hey, was geht denn bei dir, Mann? Gefällt's dir hier nicht? Nee, ich dachte nur... Wir wollen nicht, dass du dich als 5. Rad am Wagen fühlst. Wenn du dich hier nicht wohlfühlst, kannst du auch gehen. Nein, das ist es nicht. Ich dachte nur eben... Ich will nicht, dass du gehst, Kumpel. Ich bleib ja hier. Ich hab das mit dem Film nur gesagt, weil ich dachte, du hättest vielleicht Bock auf einen unserer Filmabende. Aber ist ja auch egal. Wir können an jedem anderen Tag in deine Wohnhöhle gehen. Aber heute ist unser Freudentag. Wohnhöhle oder Wohnhölle, ja. Du bist der Boss, Baby. So ist es. Ich bin der Boss. Nein, sie ist nicht der Boss. Ich bin der Boss. Ich mache hier den ganzen Scheiß, ja. Also, was soll es denn bei der Hochzeit zu essen geben? Tja, ich brauche nur eine Bar mit Freigetränken für alle. Natürlich wird's eine Bar geben, Liebling. Eine Bar? Seid ihr da sicher? Hey, Kumpel, man kann seine Liebe vor den Augen des Herrn gar nicht besser unter Beweis stellen. Ich weiß nicht, Mann. Klingt, als hättest du nur Alk im Kopf. Oder liege ich da falsch? Randall, das wird eine Hochzeit. Matt will doch nur seinen Spaß haben. Und ich will, dass er so viel trinken kann, wie es ihm Spaß macht. Klar, wenn er es dann auch zur Trauung schafft. Wie meinst du das? Ja, Randall, wie meinst du das? Nichts. Ich meinte nur, wenn du dir heute so richtig die Kante gibst, erlebst du vielleicht die Hochzeit gar nicht mehr. Weißt du noch, wie du mal aus einem fahrenden Auto gesprungen bist? Stimmt. Das hat wirklich wehgetan. Ich habe immer noch eine Stelle am Rücken, wo die Haut noch nicht nachgewachsen ist. Und das muss was heißen. Ich folge wohl. Das ist ein Omen, Leute. Was? Ja, weißt du, springt niemals aus fahrenden Autos. Gehen. Weißt du, einfach ein paar Drinks. Niemals. Ein gutes Gespräch. Wollt ihr mich verarschen? Ihr zwei zivilisierte Mitbürger? Ja. Sally. Das klingt vielleicht ein bisschen nach Science Fiction, aber ich trinke heute Abend einfach gar nichts mehr. Bist du dabei, Matt? Ja. Weißt du was? Ja. Genug jetzt! Das ist doch scheiße! Ich habe diese Party tagelang geplant und ich will, dass alles perfekt ist. Ich habe sogar Elaine gebeten, 2 Fässer bestes deutsches Champagner zu besorgen, damit ihr heute euren Spaß haben könnt. Und jetzt muss ich mir diesen Scheiß anhören? Mein Gott, ich hätte es einfach lassen sollen. Sally, ich wusste ja gar nicht, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Tja, das liegt daran, dass es eine Überraschung sein sollte. Aber weißt du was? Das ist jetzt auch egal. Hey, Baby. Tja, sie sagte, dass es jetzt egal ist, also... Mann, sie hat uns erstklassiges Bier besorgt. Wir wollen sie doch jetzt nicht enttäuschen, oder? Ach, vermutlich nicht. Brave Jungs, ihr werdet es richtig lieben. Deutsche Schankbier. 5 Runden später. Ich bin nur einen Schluck davon entfernt, mich mal strategisch auf die Gasse begeben zu müssen. Bist du sicher, Baby? Ich finde, du siehst noch ganz fit aus. Bist du sicher? Schau mal in seine Augen. Die schauen in 2 verschiedene Richtungen gleichzeitig. Cool! Das ist so süß, wenn er das macht. Was? Mach dir um mich keine Sorgen, Liebling. Trink so viel du willst.
Mir geht's gut. Verdammt, das heißt, dass er jetzt gleich kotzt. Nein, Mann, ich mein's ernst. Ich kotze heute nicht, ehrlich. Du verarschst mich doch. Hör zu, Baby. Wir werden in, ziemlich bald Mann und Frau sein. Und ich habe mich entschieden, Zeit erwachsen zu werden. Ich habe volle Kontrolle über meinen Körper und ich werde heute nicht kotzen. So ist recht, Kumpel. Und ich nehme mir ein Beispiel an dir. Was sagst du nun, Sally? Ach, ich schwöre, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Aber ich habe wohl keine andere Wahl. Oh nein. Was zum... Oh. Hey, das ist Betrug. Randall, ich bin der Teufel. Ich betrüge immer. Ah, so, ja. Ja, na klar. Also, was kommt noch gleich als nächstes? Ach ja, stimmt ja. Randall, kannst du dich um ihn kümmern? Ich will mich wieder meine Schuhe einsauen. Oh, Schätze, man kann das Schicksal nicht beeinflussen. Oh, ich habe meine Badehose zu Hause gelassen, als Ziel von mir weg, wenn du noch mal kotzen musst. Alter, so sollte das aber alles nicht enden. Nicht? Na, du kennst mich ja. In der Seitenstraße kotzen ist ja sowas wie eine Tradition. Ich weiß, aber... Heute muss das anders ausgehen. Mann, mach dir nichts draus. Ein Mensch kann nicht einfach seine lebenslangen Gewohnheiten ablegen. Oh, doch. Hab ich jetzt gestern im Fernsehen gesehen. Um der Menschheit willen. Ich hoffe, dass das nicht stimmt. Ja, wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Tja, ich bin jetzt erwachsen. Mann. Ich weiß nicht mal mehr, wie wir den genannt haben. Den Vesuvius. Ist das zu glauben? John Carpenter's The Thing? Nicht mal lauwarm. Mann, verdammt. Was war denn das nochmal? Vesuvius Man. Das war's. Ich wusste es. Mann, was ist denn Sally gefahren? Hast du ihr den Verlobungsring gegeben? Oh, verdammter Ring, Mann. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Woher weißt du, dass ich einen Ring für sie habe? Ja, weißt du, es ist eine Verlobungsparty. Also habe ich es einfach mal angenommen. Ja, stimmt. Hey, du glaubst mir nie, wie ich an den Ring gekommen bin. Erzähl. Ich tu auch ganz überrascht. Komm her, Bruder. Wenn du nicht was aufs Maul haben willst, bleib da, wo du bist. Ja, ja, ich weiß, wie du drauf bist. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts teilen, drittens nicht mit Fremden reden. Ja, verdammt. Genau, so bin alles ich auch drauf. Alles läuft genauso wie beim außer letzten mit Mal. Reden. Okay, Ladies and Gentlemen, Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Komm mit, Randall, und bleib dran, denn diese Nacht wird zur Legende. Bam. Hey! Warte mal, Kumpel. Das gehört dir, oder? Und da hinten ist die Leiche schon. Die Leiche ist wieder da. Dienstag. Prisoner stabbed corpse found in dumpster. Dienstag! Yes! Endlich! Das hat aber ganz schön gedauert, du alter Hurensohn!
Guten Morgen, Matt. Ich sehe, du hast das Müsli schon gefunden, ja? Weißt du, ich bin froh, dass du wieder Appetit hast. Gestern hast du ja fast nichts angerührt. Mir fiel schon fast nichts mehr ein, wie ich dich zum Essen bewegen könnte. Ja? Hey, hast du den Fernseher repariert? Ja, ich musste nur ein paar Batterien besorgen und ein paar nicht isolierte Vor Kabel allem nicht verbinden. Isolierte Der Kabel. Klassiker. Übrigens, weißt du irgendwas über deinen Mitbewohner? Ach. Meinst du, der hat was dagegen, wenn ich ein paar Tage in seinem Zimmer übernachte? Ich glaube nicht, dass dir das stört. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er am Knast. Genau. Wow. Was hat er ausgefressen? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Und es ist mir auch egal. Also, wie geht's dir? Ich meine, nach allem, was mit Sally war und so. Tja, ich glaube, ich bin okay. Extra süßes Müsli hilft da, weißt du? Klar. Und naja, ist schon 2 Tage her, seit sie sich geopfert hat. Und seitdem mache ich nichts anderes, als Vicodin einzuwerfen. Tut mir leid, Mann. Fuck, Alter. Ich wollte sie wirklich heiraten. Ich weiß, Kumpel. Und sie wollte auch dich heiraten. Warum hat sie sich dann desintegriert? Ich glaube, das war keine Absicht. Weißt du, technisch gesehen ist ja die spontane Selbstentzündung inhärent unabsichtlich. Jedenfalls hört man das immer. Von wem? Dr. Who? Ich weiß, ja. Das klingt komisch, aber diese Forensiker sind wirklich gut. Ich weiß. Ich kann mich nur nicht an den Gedanken gewöhnen. Ich werde sie so vermissen. Ich auch. Und weißt du was? Scheiß drauf, wir haben genug Bier und Chips für ein paar Tage. Bleiben wir einfach mal eine Weile mit dem Arsch hier auf dem Sofa sitzen. Musst du nicht zur Arbeit? Wenn ich heute arbeiten gehe, werde ich sowieso gefeuert, also. Wie wär's mit einem Sopranos-Marathon? Du kennst mich ja, Mann. Wenn nur genug Bier da ist. Ja, ich kenn dich, aber du hast eine Menge Pillen eingeworfen. Da weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich hab schon seit Sonntag Bier und Downer zusammen eingeworfen. Und fühle mich prächtig. Sicher? Tja, jetzt wo du's sagst. Vielleicht wundert es mich etwas, dass das Zimmer von deinem Mitbewohner wie aus einem Horrorspiel aussieht. Außerdem habe ich gestern Abend geglaubt, dass sich die Flügel von dieser haarigen Fettwanzstatue bewegt haben. Bin ich irre oder was? Entspann dich, du bist nicht verrückt. Uff, na, dann bin ich aber beruhigt. Was hast du eigentlich mit dem Ring gemacht? Den habe ich irgendwo da drüben hingelegt. Pass für mich auf den auf, ja? Ich will das Ding nie mehr sehen. Okay, suchen wir mal nach einem Platz, wo er uns nie mehr unter die Augen kommt. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Irgendwo, ganz Obwohl, tief, unter der Erde vergraben. Obwohl ich nicht mal weiß, was überhaupt passiert ist. Lass einfach gut sein, Matt. Da kann man gar nichts machen. Wenn wir irgendwas von Marty McFly gelernt haben, dann, dass es nur Ärger bringt, die Vergangenheit zu manipulieren. Da kannst du einen drauf lassen. Nichts passiert durch puren Zufall. Ein jeder ist Teil eines großen Planes. Und meistens führt es nur zu Elend und Unglück. Wenn man diesem Plan folgt. Und der folgt. Panzer? Leiden und Tod. Ach, Sleazy hat ihn doch schon den Panzer besorgt. Heißt das, dass wir niemals ja. in der Lage sein werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Und warum hat die Taube den Ring? Ende! Das war's also mit Randall's Monday. Randall's Monday, a Nexus Game, Studio Production. Oh, es Moment sind vier wieder da. Was das? Ist das das Ende? Das glaube ich nicht. Tja, glaub's ruhig. Der Abspann läuft. Was soll denn das für ein Ende sein? Die killen das Mädchen und dann leben sie glücklich bis in alle Ewigkeit. Naja, so glücklich sind die auch wieder nicht. Entschuldige, aber einer von denen hat gerade angefangen zu tanzen. Und was ist mit der Taube? Seit wann klauen Tauben Schmuck? Ist doch egal. Mir hat's gefallen. Das zeigt nur, dass du einen miserablen Geschmack hast. Siehst du, sogar Hungersnot stimmt dir zu. Komm, du verstehst ihn auch nur, wenn's dir gerade passt. Und was ist mit Sergeant Kramer? War der nicht eigentlich der Böse? Warum hat er dann mit dem Ende nichts mehr zu tun? Ist genau. doch klar. Damit man das Mädchen killen kann. Die war von Anfang an böse? War sie nicht. Der Ring hat sie verführt. Ungewöhnliche Entwicklung. Für jemanden, der eigentlich gar nicht böse ist. Eine dramatische Wendung. Na und? Plot dramatische Wendung? Ich fand, das war eher eine Komödie. Wisst ihr, irgendwas stimmt doch hier nicht. Pestilenz. Habt ihr vielleicht jemanden Umschlag zugesteckt? Ach, komm schon. Was sagst du da? Das ist doch einfach irre. Tja, mal zu etwas anderem. Was gibt's denn heute zu essen? Und jetzt streiten sie sich wieder übers Essen. Also,
Das Spiel war wirklich mehr wie eine Komödie, aber eine ziemlich gute, muss ich sagen. Gut, dieser Plot-Twist mit dem, dass nicht Kramer da böse ist, sondern einfach Sally. Was irgendwo schon klar war, ab Tag 5, meine ich, wo dann Sally in dem Bett war. Also in Randalls Bett. Weil sie hat am Ende doch den Ring bekommen, obwohl... wenn nicht durch Matt, sondern durch Brand, das sollte ich schon Rainer sagen. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, Brandes Mann hat mir persönlich ziemlich gut gefallen. Ich empfehle es auch an alle Leute weiter, die es unbedingt haben wollten oder unbedingt spielen möchten. Und ja, auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal bei euch, bei allen Leuten, die sich angeguckt haben oder sich angucken werden, weil die Folgen kommen erst nur raus. Dann würde ich ja sagen, guckt noch meine anderen Projekte ja natürlich an, meine alten am besten. Wenn manche davon etwas scheiße, manche Sachen da etwas scheiße sind, ich weiß, aber es sind halt noch meine Anfänge, ja. Auf jeden Fall, guckt auch mein nächstes Projekt an. Ich habe jetzt mit den Random-Videos angefangen. Die werdet ihr aber wahrscheinlich zuvor auch schon sehen. Und natürlich noch, und ich habe auch mit Fable The Lost Chapters angefangen, also im ersten Teil der Fable-Reihe. Guckt euch das auch an, das ist ganz toll, das wird auch bald rauskommen. Ich muss noch erst noch gucken, wann, also das könnte etwas dauern. Und ja, sonst hätte ich nichts mehr zu sagen eigentlich. Ich lasse die Credits noch durchlaufen und natürlich sage ich euch noch, bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich Sunbros, Praise the Sun. Yo, und bis zum nächsten Projekt. Also ich lasse sie jetzt durchlaufen. Ich mute mich jetzt, gehe mal kurz weg. Und ich werde einfach den Rest wegschneiden, wenn der dann zu viel ist. Also bis dann. We'll be right back.